Freunde, das Xiaomi 14 Ultra ist ja einfach der Kamerakracher des Jahres und ich selbst nutze es nun seit Marktstart als mein Daily Driver, weil es einfach eben, was die Kamera betrifft, so viele coole und nützliche Features mitbringt und die Qualität der Aufnahmen natürlich auch einfach unglaublich gut ist. Aber ganz ehrlich, in der Kamera gibt es einfach so unfassbar viele Einstellungsmöglichkeiten, dass einen das auch mal ganz schnell erschlagen kann. Beziehungsweise mir ging es dann auch so, dass ich am Anfang die ganze Zeit das Gefühl hatte, einen Ferrari in der Hand zu haben, mit dem ich gar nicht richtig umgehen kann. Aber Freunde, don't panic. Hier kommen jetzt 10 Tipps und Tricks, wie ihr das Beste aus der Kamera eures Xiaomi 14 Ultra herausholen könnt. Tipp Nummer 1. Nutzt einfach die vorgefertigten Filter und Einstellungen für eure Fotos. Wie bei vielen Smartphones hat natürlich auch das Xiaomi einen Pro-Modus, in dem man wahnsinnig viele Dinge eben manuell einstellen kann. Für Profifotografen oder Menschen, die sich damit auskennen, ist das natürlich eine super feine Sache, aber Otto-Normalverbraucher sind damit vielleicht leicht überfordert und man möchte ja auch nicht erst immer 12.000 Sachen einstellen, bevor man dann ein Foto macht. Vor allen Dingen, wenn man sich dann umdreht, passt das schon mit der Belichtung nicht mehr. Da kommen nämlich genau jetzt die Leica-Filter ins Spiel, denn nicht nur hardwareseitig hat Leica beim Xiaomi die Finger im Spiel, sondern auch softwareseitig. Ihr könnt in der Kamera-App Leica-Filter anwenden, die euer Foto automatisch und ohne dass ihr irgendwas machen müsst, optimieren und zwar in unterschiedlichen Stilen, je nachdem, was euch besser gefällt. Beim normalen Fotomodus habt ihr oben rechts die Auswahl zwischen Leica Authentic und Leica Vibrant, was die Farben nochmal lebendiger wirken lässt. Das ist natürlich absolut alles Geschmackssache, wie man seine Fotos haben möchte. Ich aber zum Beispiel habe meine Fotos immer auf Vibrant stehen. Was mir aber über die Maße gut gefällt, ist der Porträtmodus des Xiaomi 14 Ultra. Und hier habt ihr nochmal zusätzliche Filter und Presets, die euer Porträtfoto einfach instant und ohne dass ihr was machen müsst, aussehen lassen, als ob ihr direkt aus dem Studio kämmt. Oben rechts könnt ihr wieder auswählen, diesmal zwischen Master Portrait und Leica Portrait. Letzteres verstärkt direkt Licht und Schatten und zwar ganz ohne, dass ihr Licht aufstellen müsst, was eben die Grundlage für ein gelungenes Porträtfoto mit ganz starkem Ausdruck ist. Wenn ihr nur das alleine schon einstellt, habt ihr bereits jetzt auf Knopfdruck ein viel ausdrucksstärkeres Porträtfoto. Aber damit natürlich nicht genug. Ihr habt zusätzlich über dieses kleine Linsensymbol hier die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Objektiven zu wählen. Natürlich nicht physisch, denn die müsste man dann vorne draufschrauben, sondern eben softwarebasiert über verschiedene Brennweiten. Die unterschiedlichen Brennweiten, die in Millimeter angegeben sind, werden hier super praktisch in verschiedene mögliche Szenarien eingeteilt. Es gibt die Standardbrennweite mit 23 mm, 35 mm für Dokumentationen zum Beispiel und 50 mm für einen sehr starken Bokeh, 75 mm für das Standardporträtfoto und 90 mm für einen leichten Weichzeichner im Hintergrund. Man muss sich natürlich nicht stumpf an diese Szenarien halten und man kann auf jeden Fall selbst herausfinden, welche einem wann am besten gefällt, aber man muss halt nicht immer selbst drehen und anpassen im Pro-Modus, sondern tippt einfach auf diese Voreinstellung. Und ich finde das ganz großartig, denn damit könnt ihr Porträts machen, die von einem anderen Planeten sind. Okay, das war jetzt ein sehr langer erster Tipp, aber ich finde das auch mit Abstand wirklich das Coolste bei dieser Kamera, weil man damit einfach so krasse Bilder machen kann, die so viel Tiefe haben, ohne im Pro-Modus rumdoktern zu müssen. Und da fand ich, das sollte jeder unbedingt wissen. Tipp Nummer 2 ist die Hilfskamera, was unglaublich praktisch ist, wenn ihr euch zum Beispiel selbst fotografieren möchtet oder etwas aus der Entfernung fotografieren wollt, wo ihr nicht unbedingt neben der Kamera stehen wollt. Warum auch immer. Denn ihr könnt ein zweites Smartphone als Sucher verwenden, sodass ihr die Hauptkamera eures Xiaomi 14 Ultra nutzen könnt und trotzdem ein Vorschaubild zur Kontrolle habt. Boah, was habe ich da schon rumgedoktert früher mit Spiegeln und weiß der Teufel. Um das einzustellen, zieht ihr einfach in der Kamera nach unten, um in die Einstellungen zu kommen und hier tippt ihr dann auf Hilfskamera. Das zweite Smartphone muss dabei auch aus dem Hause Xiaomi kommen, also entweder ein Xiaomi, Redmi oder Poco-Gerät sein und sich im selben WLAN befinden oder aber ihr koppelt die beiden Geräte via Hotspot miteinander. Das zweite Smartphone wird dann hier angezeigt und ihr könnt es direkt koppeln. Ihr seht dann auf dem
Bildschirm das, was die Kamera eures 14 Ultra sieht und könnt damit dann auch eben das Foto auslösen. Tipp Nummer 3 findet ihr im Videomodus. Ihr habt nämlich einen eingebauten Teleprompter. Wenn ihr ein längeres Video aufnehmen wollt, zum Beispiel ein Reel für Insta oder TikTok oder ein YouTube-Video, dann müsst ihr den Text nicht mehr auswendig lernen oder immer und immer und immer und immer wieder aufnehmen, weil ihr euch einfach andauernd versprecht, was total menschlich ist. Ihr könnt hier einfach euren Text einfügen, bestimmen, wie groß er dargestellt werden soll und wie schnell er dann tatsächlich durchlaufen soll. Und ihr könnt dann bequem ablesen und es sieht ja natürlich trotzdem so aus, als würdet ihr in die Selfie-Kamera schauen. Dafür gibt es natürlich auch zahlreiche Drittanbieter-Apps, die man dann entweder kaufen muss oder man muss sich andauernd die nervige Werbung in den Apps anschauen. Und wir als Xiaomi-Nutzer haben das einfach kostenlos inkludiert. Stark. Tipp Nummer 4 ist der automatische Makromodus. Es ist super, dass es einen Makromodus gibt, wo man ganz einfach Nahaufnahmen mitmachen kann und dass der sich auch automatisch einschaltet. Aber manchmal möchte man das ja irgendwie gar nicht, weil das natürlich schon ein komplett anderes Bild ergibt. Diesen automatischen Wechsel kann man ausschalten, indem man entweder ganz einfach hier auf die Blume tippt, die auf dem Bildschirm angezeigt wird, oder man geht in die Einstellungen und schaltet das dort aus oder aber eben auch wieder an. Dann gibt es noch ein paar praktische Handkniffe oder Handgriffe oder Kniffe, egal, praktisch ist es auf jeden Fall. Tipp Nummer 5. Ihr könnt den Auslöser nach links oder rechts schieben in der Kamera, um eine Serienaufnahme von Fotos zu machen. Oder ihr haltet den Auslöser gedrückt, um ein Video zu erstellen, das dann allerdings maximal 15 Sekunden lang ist. Das kommt bestimmt noch aus der Zeit, wo die Insta-Stories maximal 15 Sekunden lang waren. Ach ja, was für eine hektische Zeit damals. Mit Tipp Nummer 6 bleiben wir einfach beim Auslösen. Ihr könnt nämlich in den Einstellungen einen zusätzlichen Auslöser einschalten, den ihr dann überall auf dem Display verschieben könnt. Jetzt könnt ihr nämlich das Smartphone genauso halten, wie es für euch bequem und sicher ist und kommt trotzdem safe an den Auslöser dran. Alternativ könnt ihr aber auch die Lauter-Taste beim Auslösen verwenden, das kennt ihr mit Sicherheit, wenn ihr da mit den Fingern noch irgendwie drankommt. Tipp Nummer 7. Wenn ihr eure Hände gar nicht mehr am Smartphone habt, dann könnt ihr die Kamera auch auslösen, indem ihr einfach eure Handfläche in die Kamera haltet. Das ist praktisch, wenn ihr das Xiaomi 14 Ultra irgendwo hingestellt habt und dann mit der Haupt- oder Selfie-Kamera ein Foto oder Video machen wollt. So braucht ihr nämlich nicht den Timer einzustellen, denn der sagt euch ja sonst, wann es losgeht und ihr bestimmt jetzt, wann das Foto gemacht werden soll, nämlich dann, wenn ihr vernünftig steht und ready für das Foto seid. Tipp Nummer 8. Wenn ihr zum Beispiel einen Sonnenuntergang oder Aufgang oder euch selbst im Zeitraffer aufnehmen wollt, dauert das ja schon immer ganz schön lange, um da so ein paar Minuten zusammenzubekommen. Und Kameralaufen plus eingeschaltetes Display ist schon immer eine große Herausforderung für den Akku und so ein Sonnenuntergang dauert ja auch gerne einfach mal eine Stunde. Um euren Akku in der Zeit zu schonen, könnt ihr in den Einstellungen einstellen. Ja, das ist wieder wirklich wortgewaltig. Jedenfalls könnt ihr hier aktivieren, dass die Aufnahme weiterläuft, auch wenn ihr den Bildschirm ausmacht. Das schont euren Akku und eure Nerven, dass ihr nicht Angst haben müsst, dass euch zwischendurch der Akku schlapp macht. Kommen wir am Schluss zu zwei Highlights, die ich als Content Creator im Dauereinsatz habe, weil das einfach ohne Ende praktisch ist und ich möchte das tatsächlich auch nicht mehr missen. Tipp Nummer 9 findet ihr in der Kamera unter Mehr und dann geht ihr auf Kurzfilm. Hier könnt ihr entweder einfach so einen Kurzfilm aufnehmen und habt aber im Unterschied zu der Video Aufnahme direkt mit verschiedenen Geschwindigkeiten, Filtern oder Animationen die Möglichkeit, das in dem Moment direkt einfach so zu filmen, wie ihr das haben wollt und ihr müsst es nicht nach der Aufnahme erst noch bearbeiten. Oder, und das finde ich jetzt total super, ihr nutzt eines dieser Presets. Hier nehmt ihr hintereinander Sequenzen in unterschiedlichen Längen auf und diese werden dann am Ende automatisch zu einem Film zusammengesetzt. Und ganz klasse finde ich, dass man zwischen den verschiedenen Presets wählen kann, wo einem bei jeder Sequenz ein Vorschlag gemacht wird, was und wie man es denn filmen soll, damit man nachher einen richtig tollen Kurzfilm bekommt. Wisst ihr einfach, was das für eine Zeitersparnis ist, wenn man die Videos im Nachhinein nicht erst noch alle bearbeiten und zusammenschneiden muss? Das ist wirklich richtig krass. So schnell habt ihr noch nie richtig coole Insta-Stories und Reels gedreht. Ausprobieren, ganz unbedingt. Ihr könnt mir dann später dafür danken. Tipp Nummer 10. Das ist mein ganz persönliches Highlight, weil ich das einfach
nonstop nutze und es ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, dass es diese Funktion in der Kamera gibt. Wenn ihr ein Video aufgenommen habt und dann in der Foto-App auf diese kleine Schere geht, habt ihr hier einen kleinen Video-Editor, wo ihr das Video zuschneiden könnt und so weiter. Aber ihr habt dann hier an der Stelle auch Pro stehen und das heißt nicht, dass sich dahinter Funktionen verbergen, die ihr bezahlen müsst, sondern wenn ihr da drauf geht, öffnet sich ein richtig umfangreicher Advanced Editor, wo ihr Filter verwenden könnt, Text und Musik hinzufügen könnt und so weiter. Ihr braucht also keine zusätzliche App mehr, wo ihr eure Videos reinladen müsst, um sie dann zu bearbeiten. Ich ganz persönlich finde das richtig gut, denn es ist vor allem auch sehr übersichtlich, was ich nicht unbedingt von jeder App zur Videobearbeitung sagen kann. Das waren meine ganz persönlichen 10 Tipps und Tricks zur Kamera des Xiaomi 14 Ultra und jetzt seid ihr dran. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, welchen Tipp oder Trick ihr am besten fandet. Wenn ihr auch nur ein ganz kleines bisschen nützliche Informationen aus diesem Video ziehen konntet, dann liked das Video ganz unbedingt und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Damit helft ihr mir mehr als Worte sagen können. Aber ich sag's trotzdem, das hilft ganz schön enorm. In diesem Sinne, Freunde, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Muah.